Mittwoch, 22.11.2017, 0:04 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Brandet-Schandl-Dieser. Am Dienstagabend fuhr ein Militärkonvoi in die von prorussischen Separatisten kontrollierte Stadt Luhansk im Osten der Ukraine ein. IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Outstream, IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.ad, Mitte-1, Anwohner filmten die Armeefahrzeuge, die aus Richtung der Nachbarregion Donezalt gekommen sein sollen. 2 Minuten dauert die Einfahrt der Armeefahrzeuge, so lang ist die Kolonne. Ich verstehe nicht, was heute hier passiert, sagt eine Stimme aus dem Off. Big Kolumen OF, Donetsk, Military Trucks, Troops coming into Luhansk. Video posted 20 min ag on local Luhansk group, Location given as the new overpass inter 1 ST subdistrict, Pro Paplai UL. Sovetskaya, https://t.co/lvioi7kxxh, Arictola, at Arictola, 21. November 2017, seit Dienstag patrouillieren hunderte vermummte Bewaffnete in Militäruniformen in Luhansk, das zeigen verschiedene Aufnahmen des Staatsfernsehens der Volksrepublik Luhansk, aber auch andere Aufnahmen, die auf Twitter geteilt werden. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, überwacht die Waffenruhe im Osten des Landes, wo prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen um die Vorherrschaft ringen, sie bestätigte den Aufmarsch und veröffentlichte eigene Bilder. Raute Facts Matter Today in Luhansk City Raute OSZE-SMM observed the presence of military type vehicles and armed men in the area around the building pre-VE Auslei Ausing the Department of the Ministry of Interior of Ukraine in Raute Luhansk Region Mure, https://